Würdest du dich bei einer Investition hier rein auch nur mit drei Viertel des Objektes zufrieden geben? Nein, dann solltest du bei Aktien auch keine Abgeltungssteuer in Höhe von 26% hinnehmen. Oldtimer, Häuser, Goldbarren, es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um in Sachwerte zu investieren. Doch wer würde schon in so ein Objekt investieren, wenn am Ende ein Viertel dessen fehlt? Tja, ich zumindest nicht. Hi, ich bin Daniel von Wild und wir haben es mit unseren Produkten zur Aufgabe gemacht, deinen Vermögensaufbau zu beschleunigen. Dich interessiert alles rund um Investments? Dann abonniere gerne unseren Kanal und drück den Daumen nach oben. Ich denke, wir sind uns einig, dass jede oder jeder, der einen 1 Kilogramm Goldbarren verkauft und am Ende nur das Geld für 750 Gramm erhält, das für einen schlechten Deal hält. Nicht so aber beim Investieren in Aktien, zum Beispiel Goldminenaktien. Hier nehmen die meisten Anleger es einfach hin, dass beim Verkauf der Aktien 26% Kapitalertragssteuer anfallen und so die Rendite maßgeblich geschmälert wird. Doch du kannst mehr aus deiner realen Rendite rausholen, wenn du über eine GmbH investierst. Denn bei einer GmbH profitiert man, solange das Vermögen innerhalb der GmbH bleibt, von sehr, sehr niedrigen Steuersätzen auf Aktienkursgewinne. Die sind nämlich in der GmbH zu 95% steuerbefreit. Das heißt also, die GmbH zahlt nur auf 5% der Gewinne überhaupt Steuern. Darauf fallen 30% an. Das heißt, wir liegen effektiv ungefähr bei 1,5% Steuern im Vergleich zu den 26%, die man im Privatvermögen zahlen würde. Wichtig zu wissen ist, dass es noch besser funktioniert und der Zinseszinseffekt noch besser sich entfalten kann, solange das Vermögen in der Gesellschaft bleibt, also man es nicht auszahlen möchte. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie ein Sparplan, da möchte man ja auch immer reinvestieren. Man möchte erstmal nichts rauszahlen, sondern eben lange ansparen, ansparen, reinvestieren, reinvestieren und erst am Ende rausziehen. Und genau dafür ist die GmbH auch extrem gut, denn jedes Mal auf jeden Verkauf, mit jeder Umschichtung, mit jeder Thesaurierung sozusagen, fallen eben nur sehr, sehr geringe Steuern an. Und das heißt, solange ihr das Vermögen in der GmbH anlegt, profitiert ihr von geringeren Steuersätzen. Und erst wenn man später das Geld wieder auszahlen möchte, fallen dann wieder Steuern an. In der Videobeschreibung würden wir dir mal die Playlist verlinken, wo wir genau dieses Konzept genauer erklären, ab wann sich das lohnt, auf was man achten muss und. Das heißt, wenn dich das Thema interessiert, schau gerne unten in der Videobeschreibung. Wir hoffen, dass dieser Vergleich oder auch die Metapher von Sachwerten zu Aktiengewinnen dir mal zeigen konnte, wie wichtig eigentlich die Steueroptimierung an der Börse ist. Denn die genannten Sachwerte, ja, die kennst du wahrscheinlich, die einjährige Frist kann man nach einem Jahr steuerfrei verkaufen, nach einem Jahr Haltedauer, die Immobilie gegebenenfalls nach 10. Die gilt ja bei den Aktien nicht, aber mit der richtigen Strukturierung kannst du eben eine super geringe Steuerlast auch bei Aktienveräußerung anstreben. Wenn dir das Video geholfen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, wenn ihr weiterhin keine Folge verpassen wollt und wenn ihr Fragen habt, natürlich stellt sie gerne in den Kommentaren oder geht zu unserer Webseite, da könnt ihr auch jederzeit ein kostenloses Informationsgespräch bei uns buchen. Bis dahin, ciao.